Liebe Zuschauer, kennt ihr eigentlich schon den Eulenspiegel? Er lebte vor vielen hundert Jahren. Er wanderte von Stadt zu Stadt und spielte den Leuten lustige Streiche. Die meisten ärgerten sich sehr darüber. Aber einige fanden die Streiche auch lustig. Das waren die klugen Leute, die auch über sich selbst lachen konnten. So, jetzt wollen wir euch zwei Possen von Till Eulenspiegel vorspielen. Ich bin der Till Eulenspiegel, gerade in der schönen Stadt angekommen. Hier will ich allen Bürgern dieser Stadt einen Streich spielen. Na nun, wer bist denn du? Ich bin der Till Eulenspiegel. Du hast aber eine komische Kappe auf. Das ist eine Narrenkappe. Ich bin nämlich ein Narr. Was ist das? Ein Narr? Ein Narr bringt die Menschen zum Lachen. Allen, ich will die Bürgern dieser Stadt ein schönes schenken. Alle sind jetzt aber nicht hier. Das sehe ich. Deshalb läuft zu allen Bürgern dieser Stadt und sagt ihnen Bescheid. Was sollen wir ihnen denn sagen? Sie sollen ganz schnell auf den Marktplatz kommen, auch die Frauen und Kinder. Das machen wir! Ja, so ist es. Bei ihr sind nämlich alle Stunden gleich lang und nicht wie bisher im Sommer am Tag länger und in der Nacht kürzer und im Winter umgekehrt. Oh je, daran muss man sich erst einmal gewöhnen. Aber wo bleibt denn der Eulenspiegel? Lasst uns ihn rufen. Eulenspiegel, Eulenspiegel. Da bin ich. Guten Tag, Bürger dieser schönen und modernen Stadt. Guten Tag, Eulenspiegel, erzähl uns jetzt, warum du uns hast rufen lassen. Gut, das will ich jetzt tun. Passt also alle gut auf. Ich, der Till Eulenspiegel, kann nicht nur gut Späße machen, ich kann auch sehr gut malen. Aber ich kann etwas ganz Besonderes. Wenn ich eine Frau, einen Mann oder ein Kind male, sehen sie auf das Bild besonders schön aus. Sogar noch schöner als in Wirklichkeit. Das mache ich sehr gerne. Wen unter euch soll ich als erstes malen? Ich natürlich. Ich bin der Bürgermeister dieser schönen und modernen Stadt. Also komme ich auch als erstes dran. Gut, ein schönes Bild von dir. Das dauert natürlich eine ganze Weile, mindestens 20 Tage. Deswegen musst du mir jetzt 20 Groschen geben, damit ich für die Zeit Herberge und Essen bezahlen kann. Natürlich auch noch Pinsel, Farbe und Leinwand. Und als Lohn für meine Arbeit noch 10 Groschen obendrein. Gut.
Gut, abgemacht. Hier hast du 30 Groschen. Werde ich auf dem Bild auch wirklich schöner aussehen als in Wirklichkeit? Natürlich, das verspreche ich dir. Ich werde die Warze auf deiner Nase und die Lippen zwischen deinen Zähnen nicht mit auf das Bild malen. So geht jetzt alle nach Hause. Ich werde euch rufen, wenn das Bild fertig ist. Leila! Du musst das doch... So, jetzt wird es lustig. Bürgermeister und alle Bürger dieser Stadt. Bürgermeister und alle Bürger dieser Stadt, kommt alle her. Warum hast du uns das rufen lassen? Ist das Bild fertig? Ja, das Bild ist fertig. Das Bild ist sehr schön geworden. Da steht es. Zeig es mir, ich bin sehr gespannt. Bevor ich das Tuch wegnehme, muss ich euch etwas Wichtiges sagen. Sag es schnell! Mit meiner Malkunst hat es nämlich eine ganz besondere Bewandtnis. Welche Bewandtnis denn? Meine schönen Bilder können nur diejenigen sehen, die noch nie ihre Frauen, Männer und Freundinnen belogen haben. Also wenn ich jetzt das Tuch wegnehme, werden diejenigen unter euch, die das getan haben, leider nichts als die weiße Leinwand sehen. Bürgermeister, stell dich hier vor das Bild, damit du es auch gut bewundern kannst. Ich ziehe jetzt das Tuch weg. Nun, Bürgermeister, ist das Bild zu deiner Zufriedenheit geraten? Ja, es ist sehr schön geworden. Ich habe noch nie ein schöneres Bild gesehen. Kommt alle näher heran, damit ihr es auch bewundern könnt. Der Eulenspiegel hat uns zu lachen gehalten. Teilt ihn uns als Prüge ihm. Der war zu fliegen, den könnten wir nicht fangen. Eulenspiegel hat uns einen Streich gespielt. Ich bin sehr böse. Wir auch! Aber ich muss lachen, hahaha. Ha, ha. Warum musst du denn lachen? Weil er uns in lustigen Weisen in etwas erinnert hat, was wir eigentlich schon immer wussten, was wir eigentlich nicht immer wahrhaben wollen. Was ist das? Das ist unser Wichtiges, weil die anderen Menschen als ehrlich und vertrauenswürdig so gelten. Und deshalb nur sehr schwer zugeben können, dass was wir nicht immer sind. Du hast recht.